So, hallo und herzlich willkommen zu dem Kanal der Kleinen-Gemeinen.de F1-Liga. Ja, hier ist wieder der Cooper und es gibt die Streckenvorstellung für Spanien. Das ist die Strecke in Katalonia. In, ja, Spanien halt, wie gesagt. Ja, wir gehen einfach auf die Strecke in Sektor 3. Setup habe ich gerade schon geladen und ja. Als erstes sage ich natürlich noch nichts. Das ist nämlich jetzt sozusagen das letzte Sektor zum Aufwärmen. Erst gleich werden wir mit der Streckenvorstellung anfangen, wenn wir über die Startzielgerade sind. So. Jetzt kommen wir gleich auch schon in die letzte Kurve. Hier kürze ich ab, um noch den KI hier zu kriegen, damit wir jetzt auch freie Fahrt haben. So. Jetzt sind wir auf die Startzielgeraden. Ja, hier kommt man auf der Stelle kmh-Zahlen. Ich komme hier immer auf die 318. Jetzt muss man sehr stark abbremsen in eine Rechts-Links-Kombination. Die 11, ja, 11 heißt sie. Jetzt hier eine schnelle Rechts, die auch fast mit Vollgas gefahren wird. Jetzt abbremsen in eine etwas engere Rechts, die Repsol-Kurve. Jetzt Vollgas und auch wieder sehr abbremsen jetzt in eine Linkskurve, die ungefähr so aus wie die letzte Kurve davor. Jetzt Vollgas und jetzt abbremsen ein nächstes S. Das ist nämlich die, ja, da gibt es keinen Namen für die Kurve. Jetzt eine sehr schnelle Rechtskurve, die, das ist die Kamsa. Jetzt Vollgas und beim 100-Schild abbremsen und einlenken in die Hanadel-Kurve, die La Caixa. Jetzt eine ganz schnelle Kombination aus schnelleren Kurven. Jetzt die Abbremsen in letzte Schikane, die ganz tricky ist. Da kann man sich schnell drehen, sehr schnell drehen. Das ist die Europcar-Kurve. Und jetzt kommen wir gleich noch in eine ganz schnelle Linkskurve, Rechtskurve, sorry, in die New Holland-Kurve. So, jetzt Vollgas und das war eine Runde Spanien. Ja, das ist schön, dass ich nicht der Schnellste bin. Ja. In meiner Meinung 360, wie gewohnt, und ich hau mir den Flügel ein bisschen ab, egal. So, ich fahre jetzt noch langsam weiter und mache jetzt mit den Cooper Facts weiter. Ja, fangen wir an mit der mit dem Spaßfaktor auf der Strecke. Das sage ich mal eine 8 von 10, wenn nicht sogar eine 9 von 10, weil sie ist ziemlich, ja, was, wie soll man sagen? Ziemlich abwechslungsreich, wie man ja hier sehen kann. Schnelle Kurven, lange Geraden, engere Kurven. Eigentlich die perfekte Teststrecke für die Formel 1 Teams auch im Winter. So ist es ja auch. Dann kommen wir jetzt zu den Überholmöglichkeiten auf der Strecke. Da gibt es eigentlich gute Überholmöglichkeiten. Zwei, nämlich einmal gleich nach dieser schnellen Rechtskurve hier, vor der Schikane und vor der ersten Kurve, da kann man auch gut überholen. Sonst kann man sich natürlich auch noch in anderen Kurven sich neben den anderen Gegner setzen, aber das ist eher, ja, gefährlicher und schwieriger. Ja, kommen wir jetzt zu der Schwierigkeit der Strecke. Ja, nehme ich mal eine 9 von 10, weil sie ist wirklich, wie gesagt, ziemlich abwechslungsreich. Ja, die Wahrscheinlichkeit von Crash in der ersten Kurve ist hier, ja, sag ich mal, gebe mal eine 7 von 10, weil ja, eine Schikane in der Stelle S kann was passieren, wenn man da zu zweit reinfährt, sollte man nicht machen. Mal sehen, was dann übermorgen passiert. So, und jetzt fahren wir auch gleich schon in die Box und ja, da sind wir jetzt auch schon mit der Streckenvorstellung fertig von Spanien. Ja, da möchte ich mich auch nochmal entschuldigen, dass es so spät ist. Ich habe sozusagen, ehrlich gesagt, ein bisschen verpennt. Darum erst Samstagabend, einen Tag vor dem Rennen morgen. Nächste Woche wird euch dann wieder Sky is Kult begrüßen bei der Streckenvorstellung in Monaco. Und wer gut aufgepasst hat, wird merken, ja, das war leider schon das letzte Mal, wo ich eine Streckenvorstellung mache für dieses Jahr, für F1 2010. Ich weiß nicht, ob man dann bei Formel 1 2011 das weitermachen, ist eigentlich ziemlich sinnlos, bloß mit einer anderen Grafik das Ganze nochmal zu machen. Aber naja, sehen wir dann. Vielleicht könnt ihr mich ja auch nochmal in anderen Videos hier sehen. Mal sehen. Aber wie gesagt, wenn ihr mehr Videos von mir selbst sehen wollt, dann müsst ihr bloß zu Race Gaming TV gehen. Ist auf dem Kanal bei den Partner-Channels eingezeichnet. Kommt dahin, guckt euch mal die Videos an. Wirklich reichlich von mir an Videos gesammelt schon.
Ja, dann sage ich Tschüss, bis dann und ja, auf Wiedersehen hoffentlich. Bis dann, ciao.